musst du mich verstehen. Digitale Bildung im 21. Jahrhundert, ein Thema, das heiß diskutiert wird, ein Thema, das kontrovers diskutiert wird. Ich habe jetzt zwei Gesprächspartner hier, einmal Bob Blume, Lehrer aus Freudenstadt, und die Bundestagsabgeordnete Saskia Esken aus der SPD-Fraktion, dort auch befasst mit Fragen der digitalen Bildung. Bob, Lehrer im 21. Jahrhundert, was sind die größten Herausforderungen, die im Augenblick auf uns zukommen, wenn es ums Lernen und wenn es um Einsatz von Medien beim Lernen geht? Ich würde das Ganze vielleicht mit einem Schweizer Taschenmesser vergleichen, was so groß ist und wo nur das Messer rausgeklappt ist und alle sagen, wie schlimm es gerade ist, diese Gefahr dieses Messers, und dass sie abgewendet werden muss. Die große Herausforderung ist, die mobilen Endgeräte und deren Möglichkeiten auch als solche zu erkennen und das Ganze nicht zu verteufeln, sondern anzuerkennen, dass diese Entwicklung gerade stattfindet und diese dann auch in die Schule und in die Bildung zu integrieren. Das ist die große Herausforderung. Inwiefern ist diese Herausforderung in politischen Kreisen schon angekommen und wie wird sie dort diskutiert? In politischen Kreisen wird einerseits darüber gesprochen, dass jetzt alle Schüler programmieren lernen müssen, statt einer zweiten Fremdsprache womöglich. Das halte ich für relativ problematisch. Vor allem die Verkürzung der Notwendigkeit, Bildung zu digitalisieren und auch die Lebenswelt der Schüler in die Schule reinzuholen. Denn mit Handyverboten sperren wir sozusagen die Lebenswirklichkeit der Schüler ja aus. Das ist, glaube ich, noch nicht wirklich richtig angekommen. Der Medienkompetenzbegriff ist ein wesentlich breiterer, geht über die Programmierung hinaus. Ich finde es gut, wenn Schüler Logik der Programmierung verstehen, aber es geht zuerst einmal um den kompetenten Einsatz auch der eigenen Geräte. Du hast hier heute beim LernLab hier in Kaas einiges angeschaut. Hast du einen solchen kompetenten Einsatz digitaler Geräte im Unterricht hier heute gesehen? Kannst du Beispiele nennen, die dir gefallen haben und vielleicht auch Beispiele, die dir nicht so gefallen haben? Ja, auf jeden Fall. Ich habe heute vor allen Dingen bei Herrn Wartenberg ein Schulwiki gesehen, obwohl ich sagen muss, dass ich von meinem Verständnis, was das Ganze angeht, noch ganz am Anfang bin. Also ich habe wirklich auch Schüler wahrgenommen, die am Anfang sehr große Fragezeichen auf ihren Köpfen hatten, dann aber darauf gekommen sind, dass das Ganze tatsächlich so frei, tatsächlich so offen und tatsächlich so kooperativ ist, wie sie es nur vermutet hatten. Und ich habe da einfach gesehen, dass digitale Medien, da geht es nicht darum, auf Teufel komm raus, jetzt irgendwas mit einer App zu machen, sondern zu sehen, dass es hauptsächlich darum geht, zusammenzuarbeiten und auf Lösungswege zu kommen, die nicht vorgegeben sind. Und das hat mich unheimlich fasziniert. Was mich nicht gefreut hat oder was nicht funktioniert hat, habe ich eigentlich nichts gesehen, außer vielleicht so die Kehrseite der Medaille bei mir selbst, dass erst der Beamer nicht funktioniert hat. Aber letzten Endes sind das kleinere Störfeuer, die im Prinzip fast nicht erwähnenswert sind. Und früher war es der Off-White-Projektor, bei dem die Birne durchgebrannt ist, als man gerade eine Folie auflegen wollte. Von daher kleinere Störfeuer, die man wohl bearbeiten kann, bewältigen kann. Gleiche Frage in die Richtung. Was war heute das Positivste, was du gesehen hast, und wo würdest du sagen, da hat das mit dem digitalen Lernen vielleicht noch nicht so ganz funktioniert? Ich habe sehr fokussierte und sehr motivierte Schüler gesehen und ich bin in die Bildungspolitik als Elternvertreterin gekommen, habe also sozusagen auch den Blick der Schüler da im Auge. Ich habe selber drei Kinder und sehe, dass die Schule in der Hauptsache kennengelernt haben als Ort, wo man halt, eben dieses Lernen, man muss das halt machen, ja, aber dass es wirklich auch Spaß macht, und das ist ja ganz wichtig, dass wir insbesondere heutzutage, dass wir Lust am Lernen fürs ganze Leben uns bewahren und es nicht ausgetrieben bekommen. Und das ist, glaube ich, das ist eine Sache, die mich sehr beeindruckt hat. Die kleinen technischen Anfangsschwierigkeiten, die sind eben beim Overhead-Projektor mit der Birne auch mal durch den Hausmeister zu lösen. Das ist an den meisten Schulen in Bezug auf die digitale Infrastruktur noch nicht gegeben. Das ist schade, da werden Lehrer eingesetzt als Administratoren für Netze und Hardware. Meiner Auffassung nach eigentlich nicht der richtige Weg, da müsste eben die entsprechende Unterstützung her. Letzte Frage, was nimmst du von hier mit? Dass ich nicht alleine bin. Man muss einfach sagen, digitale Infrastruktur ist wichtig.
Fördergelder sind wichtig, eine politische Rahmenbedingung ist wichtig. Aber das Ganze nützt nichts, wenn es nicht Menschen gibt, die der Überzeugung sind, dass das Ganze auch integriert werden muss. Und gerade so ein Projekt, wo es einfach viele Menschen gibt, die von aus unterschiedlichen Standpunkten mit unterschiedlichen Geräten ein Ziel verfolgen, aber nämlich zu versuchen, diesen kooperativen, aber auch digitalen Aspekt in den Unterricht zu implementieren, das ist einfach großartig und das nehme ich auf jeden Fall als ganz großes Plus mit. Was nimmst du mit, persönlich und vielleicht auch als Auftrag in politischer Hinsicht? Ja, ganz interessante Frage. Ich habe heute wieder mal auf Twitter eine Diskussion geführt um die Frage Bottom-up und Top-down. Also wie viel Freiheit müssen wir dieser Bottom-up oder Graswurzelbewegung lassen, sich zu vernetzen und sich weiterzuentwickeln, gute Ideen zu entwickeln. Auf der anderen Seite aber, was muss eben Top-down von der Politik auch getan werden, um die Sache zu unterstützen? Und da denke ich, dass Open Educational Resources ein ganz wichtiger Punkt sind, dass Plattformen entstehen, wo Lehrer sich austauschen können mit solchen Materialien, eben mit frei lizenzierten, veränderbaren Materialien, wo Schüler auch darauf zugreifen können, auch selbst verändern können. Das würde, glaube ich, einen großen Schub bringen. Gut, Saskia Esken, Bob Blume, vielen Dank für das Gespräch. Und morgen geht es dann tatsächlich hier in Köln mit einer Veranstaltung zu Open Educational Resources weiter, einem Barcamp. Da wird sicherlich dann auch den einen oder anderen Videoeindruck über Lutz Berger und Lutzland geben. Vielen Dank, tschüss.